Ja, auf jeden Fall könnte das ein ziemlich ausgeglichener Kampf werden. Wenn man sich jetzt hier die anderen Hauptkämpfe des Events betrachtet, dann sieht man, dass die UFC hier vor allem auf den Main Event und den Co-Main Event setzt. Wir haben da noch Francis Camon gegen Tom Lawler oder Konstantinos Filippo gegen Nick Ring und Mark Hominick gegen Pablo Garza. Welcher Kampf interessiert euch da so am meisten? Ja, also die Veranstaltung ist in Kanada und dementsprechend sind dort natürlich auch kanadische Kämpfer beziehungsweise Leute, die, sage ich mal, dem Stab von entweder, nennen jetzt mal Mark Hominick oder Francis Camon, der bei GSP trainiert, sind dann natürlich dementsprechend Kämpfer auf die Karte, die die Zuschauer dann auch zum Kochen bringen sollen. Francis Camon hat in Schweden gegen Magnus Cedenblatt als auch gegen Carlos Vermula überzeugende Leistung gebracht, vorzeitige Siege, beide Male via Rear Naked Choke. Und er trifft auf Lawler, sage ich mal jetzt jemand, der schon wesentlich mehr Kämpfe in der UFC hat, als man so ihm von Namen kennt. Ich glaube, er hat insgesamt 5 oder 6 Kämpfe bereits schon gemacht. Glaube ich, ziemlich ausgeglichene Bilanz, 2 oder 3 gewonnen und 3 verloren. Also für mich ist das mehr so ein Aufbaukampf für Francis Camon, um ihn vielleicht auch so als, sage ich mal, Schüler von GSP oder sagen wir mal so Trainingskollegen, der das neue große Ding vielleicht wird, zu pushen. Und solche Kämpfe sind natürlich auch immer interessant zu beobachten, ob er seinen Ruf dann auch gerecht wird. Aber wirklich, Konstantinos Filippo, den Kampf sehe ich immer gerne, weil der Typ einfach immer für Knockout eine gute Garantie ist und mit wirklich Nick Ring auf einen sehr, sehr starken Gegner trifft. Und das wäre so von der ganzen Fightcard der Kampf, der mich halt auch noch interessieren würde. Also ich finde den Kampf mit Mark Hominick und Pablo Garza ganz interessant, vor allem weil man da den Abstieg von Hominick seit letztem Jahr so richtig gut sehen kann. Der Junge hat sich eine richtige Schlacht geliefert mit José Aldo in seinem Titelkampf, hat diese nach Punkten verloren und danach ging es wirklich steil bergab. Da kam die 7-Sekunden-Niederlage gegen Cheng Sang-Yang und dann noch die Punktniederlage gegen Eddie Yagin. Und jetzt muss er tatsächlich befürchten, dass er aus der UFC rausfliegt. Ich glaube, so einen schnellen Abstieg hat man noch nicht so oft in der UFC gesehen. Ja, also man muss auch dazu sagen, also man hat selten mal überhaupt José Aldo in so einer extrem schlechten körperlichen Verfassung gesehen. Also Marc Bergmann und ich, wir waren ja, hatten das Glück gehabt, in Toronto sein zu können, und José Aldo hat extremste Probleme mit dem Gewicht machen. Der ist also wirklich mehrfach zusammengebrochen. Es gab auch diese Veranstaltung, wo die 7 Champions der UFC auf die Bühne gestellt wurden. Dann wurde er, musste er früher aufhören, wurde von Georges St-Pierre dann weggeführt, weil er wirklich total im Arsch war. Also mit denen ist nicht nur der Kreislauf gassi gegangen, sondern der hatte auch schlimme Krämpfe gehabt. Und vielleicht sah Mark Hominick auch so gut aus, weil José Aldo nicht so gut aussah, wie er normalerweise aussieht. Also das ist natürlich immer so. Wenn ein Kämpfer eine super Leistung bringt, ist natürlich die Frage, inwieweit ist es seine eigene Leistung oder inwieweit ist es auch vielleicht eine Schwäche des Gegners. Und ich denke, vielleicht diese Schlacht gegen José Aldo ist vielleicht auch aus dem Grund zustande gekommen, weil José Aldo irgendwie auch ja, körperlich einen Tag noch davor richtig im Arsch war. Und klar, es ist schon vollkommen richtig, der hat natürlich einen extremen Absturz gemacht, aber da würden mir auch noch andere Namen einfallen, die einen Absturz gemacht haben. Und also wie gesagt, BJ Penn ist für mich immer das beste Beispiel. Der wurde immer gehypt als der allertalentierteste Kämpfer aller Zeiten. Und ich meine, was hat er daraus gemacht? Also ich bin also selber, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht auch meine persönliche Meinung, nie ein großer BJ Penn-Fan gewesen, weil ich mich eigentlich immer über ihn extrem geärgert habe, weil er wirklich sein Talent in meinen Augen vergeudet hat. Und ich meine, gegen wen kämpft heute noch BJ Penn? Nun ja, also es ist, also ich finde, du hast da auch schon eben angesprochen, es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber jeder eigene Kämpfer schreibt seine eigene Lebensgeschichte, und ich denke, die UFC hat Mark Hominick nicht ohne Grund noch weiter da behalten. Also er hat jetzt 3 Niederlagen in Folge erlebt, und jeder, der die UFC kennt, weiß, dass bei 2, manchmal sogar schon, aber bei spätestens 3 sagt man ja immer so, der Schnitt Niederlagen in Folge, man eigentlich schon ad acta gelegt wird. Das haben sie bei Mark Hominick nicht gemacht.
ich will jetzt nicht jetzt voll auf die Tränendrüse drücken, aber man weiß auch bei Mark Hominick diese Tragödie, die dort stattgefunden hat, der Tod seines Trainers, die wirklich ein sehr inniges Verhältnis hatten. Das konnte man ja auch, sage ich mal, in den Medien verfolgen, dass Sam Stout da auch, wer weiß, wie drunter gelitten hat. Also Tompkins war ja, ist ja auch mit seiner Schwester liiert gewesen. Also es war eine ganz, ganz enge familiäre Clique. Und wenn da, sage ich mal, jetzt das Alpha-Menschen beziehungsweise der Trainer, ich gehe jetzt wirklich nur auf die sportlichen Fakten ein, weil menschlich weiß jeder, was ein Tod einer Person, die einem nahesteht, bewirkt. Darum halte ich mich jetzt mal auf das Sportliche, der den Mark Hominick, den Sam Stout und auch die anderen Kämpfer wirklich von klein auf an kennen, genau wussten, wie er sie trainieren muss und genau einstimmen. Also diesen Verlust kann man nicht mal so schnell irgendwie wegmachen. Und der Mark Hominick, also auch Sam Stout, befanden sich jetzt auch gerade im Jahre 2011 oder Anfang 2012 in einer Phase, wo sie auch eine Neuentwicklung als Kämpfer auch, neue Anweisungen, neue Trainingsmethodiken vielleicht in Ansatz nehmen müssen, die Zeit brauchen, um auch wieder zu greifen. Plus diese ganze mentale Geschichte, die mit so einer Tragödie verbunden ist. Und ich denke, dass deshalb auch die UFC Mark Hominick als Kämpfer, genauso wie Sam Stout, die alle da zum Trainerstab gehören, da auch eine längere Entwicklungsphase und auch eine längere Greifphase genehmigt, um wieder zur alten Form zu finden. Bei BJ Penn ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Jeder weiß bei ihm, der müsste eigentlich gar nicht des Geldes wegen kämpfen, sondern macht das aus einem Hobby. Dementsprechend vielleicht auch seinen Lebenswandel, aber ich sehe das bei Mark Hominick nochmal ganz anders, weil ich sag mal, da sind so viele, sag ich mal, Lebensumstände dazwischen gewesen. Da würde ich sogar noch ein, zwei Kämpfe abwarten, in welche Richtung er sich bewegt, um da zu sagen, er findet einfach nicht mehr wieder zurück in die Spur. Also da hast du vollkommen recht. Ich habe jetzt nur diesen Verlust von Sean Tompkins hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt. Oder hast du vollkommen recht mit, wie eng das Verhältnis war zwischen Sam Stout, Mark Hominick und Sean Tompkins. Das war wirklich familiär. Und da hast du vollkommen recht mit. Also sowas kann einen wirklich auch komplett aus der Spur werfen, wenn man gewohnt ist. Man ist gewohnt, die Anweisung aus der Ecke, man ist die Stimme gewohnt, man ist die Trainingsmethoden gewohnt. Und einfach auch noch dazu natürlich auch noch dieses private Verhältnis, dieses extreme Vertrauensverhältnis. Da hast du vollkommen recht mit, dass da jetzt da natürlich ein neuer Trainer gesucht wird, jemand, wo man wieder probiert, eine Verbindung aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen, nachdem jemand so Wichtiges weggefallen ist. Da hast du vollkommen recht mit, Danny. Da kann ich nur sagen, ja, vollkommen richtig. So, abschließend hätte ich dann noch gerne eure Tipps für die Kämpfe. Fangen wir beim Main Event an. George St. Pierre gegen Carlos Condit. Wer gewinnt? George St. Pierre. Also es ist unmöglich für mich, gegen George St. Pierre zu wecken, weil ich da bin ich richtig krasser Fanboy und ich sage George St. Pierre und ich sage noch was ganz anderes. George St. Pierre wird endlich mal wieder finishen. Ich sage, der macht Knockout in Runde 3. Also ich sehe GSP auch vorne, aber ich denke, dass es ein sehr taktisch-strategischer Kampf wird. GSP wird bei seinen Stärken bleiben, ihn diese aufzwingen, aber ich sehe es als Decision. Martin Kempman gegen Johnny Hendricks, wer ist da, eure Nummer 1? Ja, da muss ich ja jetzt zu dem stehen, was ich gesagt habe und das tue ich auch gerne. Also ich denke, dass Johnny Hendricks gewinnen wird. Es wird ein sehr, sehr harter Kampf, also den sehe ich auch wirklich schon fast 50-50, aber ich sehe am Ende Johnny Hendricks via TKO in Runde 2 vorne. Also ich würde am liebsten jetzt auch Johnny Hendricks sagen, aber der Danny den schon getippt hat, dann sage ich jetzt einfach mal Martin Kempman und würde auch sagen TKO. Ja, Runde 2. Okay, Mister trainiert mit George St. Pierre, Francis Comand gegen Tom Lawler. Ja, da habe ich ja eigentlich eben schon zugesagt. Ich sehe das als Aufbaukampf für Francis Comand und dementsprechend sage ich Francis Comand in Runde 1 via Submission. Ja, also ganz ehrlich, ich meine, den hat jetzt der Danny genommen, aber ich wäre Wahnsinn, also auf Tom Lawler zu tippen. Ich sage auch Francis Comand und würde auch sagen, ja, Runde 1. Was hast du gesagt? Submission? Dann sag ich ja TKO. Okay, wen habt ihr bei Konstantinos Filippo und Nick Ring vorne? Boah. Dann nehme ich Nick Ring. Und zwar nicht, weil er der bessere Kämpfer ist, sondern weil Konstantinos Filippo mir manchmal zu offen kämpft. Und ich denke, irgendwann wird er mal in Konter reinlaufen. Und das würde auch zu Nick Ring als Kämpfer passen. Und ich gehe, ich hoffe, ich bleibe dabei, es werden fast alles vorzeitige Siege. Dritte Runde TKO für Nick Ring. Ja, dann gehe ich nämlich den Costa Filippo und sage Decision. Und als letztes Mark Hominick gegen Pablo Garza.
Also ich hoffe, Mark Hominick fängt sich und knüpft an alte Formen an. Also ich hoffe, Mark Hominick gewinnt und er ist ein sehr, sehr guter Boxer, ist technisch sauberer Boxer. Ich würde sagen, er schafft es ihm vielleicht sogar durch TKO in der zweiten Runde zu besiegen. Ja, er muss den Kampf gewinnen, weil sein Gegner, ja, Garza, hat zwei Niederlagen in Folge gegen Dustin Poirier und gegen Dennis Bermudez. Und wenn er diesen Kampf verliert, dann hat die UFC eigentlich schon fast gar keine Alternative mehr, ihn da zu behalten. Und darum wünsche ich es Mark Hominick. Ich habe nichts gegen seinen Gegner, aber ich wünsche es, dass er es wieder schafft, zurück zur alten Spur zu finden. Und deshalb hoffe ich, dass es ihm gelingen wird. Erste Runde via KO. Damit sind wir dann am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich bei Markus Wiemann und Daniel Leifeld. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke euch für das schöne Gespräch und danke, liebe Zuhörer, für euer Interesse. Immer wieder gerne. Ja, liebe Zuhörer, das war's von uns für heute. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Ground & Pound Radio. Ground & Pound.